Oh, stattet ihr dem alten Dworkin mal wieder einen Besuch ab? Ihr habt Glück. Ich habe etwas Lyriumsand gefunden. Das ist großartig. Jetzt können wir weiteren Sprengstoff herstellen. Danke für eure Hilfe. Bitte nehmt die hier. Damit könnt ihr diesen Bestien etwas zum Nachdenken geben. Wo ist denn noch den Namen? Wir haben einen Schlüssel gefunden. Würde ich gern benutzen. Je darüber nachgedacht, nach Orsama zurückzukehren? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich bin jetzt eigentlich ein Oberflächenzwerg. Warum eigentlich? Seid ihr euch etwa nicht sicher? Naja, es ist ja nicht so, dass man einen Brief bekäme, in dem steht: Herzlichen Glückwunsch, ihr wurdet aus der Kriegerkaste ausgestoßen. Macht ihr euch denn keine Gedanken darüber? Wissen, was passiert. Das sollte kein Problem sein. Du gehörst mir! Du wirst ein wenig stampfig! Nicht schlimm. Was ist das Problem mit der Treppe los? Lass uns mal kurz rein in die Wacht. Wie jetzt?
Können wir verkaufen? Ich beneide die Menschen um so vieles. Aber manchmal beneide ich sie am meisten um ihre Geschichten. Selbst das jüngste Menschenkind kennt mindestens ein Dutzend ihrer legendären Helden. Diese Geschichten werden als selbstverständlich hingenommen. Dabei sind sie so reichhaltig. Das macht mich manchmal so wütend. Wir Dalish haben einen Großteil unserer Vergangenheit und unserer Legenden verloren. Und wir klammern uns an das Wenige, an das wir uns erinnern. Könnten unsere Geschichten miteinander teilen. Wir hören allen. Aber weiß ein menschliches Kind die Geschichte des Paragon Edukin ebenso sehr zu schätzen wie die von Dane und dem Werwolf? Geschichten sind unsere Verbindung zur Vergangenheit. Sie formen ein Volk grundlegend. Ohne sie sind wir verloren. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich mit eurem Geschenk anfangen soll. Ich werde es mit Geschichten füllen. Das ist eine gute Idee. Es werden neue Geschichten für mein Volk sein. Geschichten, geprägt von dem, was ich weiß und was ich gesehen habe. Vielleicht werden sie eines Tages für meine Kinder und Kindeskinder die Verbindung zu ihrer Vergangenheit sein. Zu mir. Ich erkenne nun, wie kostbar dieses Geschenk ist. Und ich danke euch dafür. Benötigt ihr etwas, Kommandant? Benötigt ihr etwas, Kommandant? Kann ich euch behilflich sein? Kann ich euch behilflich sein? Benötigt ihr etwas, Kommandant?
das kann weg, das. Die Stiefel an. Kann ich euch behilflich sein? Ach, das waren die Ohren. Oh. Okay, nee, warte. Benötigt ihr etwas, Kommandant? Ja. Wer ist denn mit Absicht? Benötigt ihr etwas? Ja. Ho! Anders ist unterwegs. Euer Wunsch ist mir Befehl. Ach ja. Ihr haltet euch doch nicht wirklich für witzig, oder? Ich hätte schwören können, dass ich schon wieder das Summen irgendeiner Fliege gehört habe. Hahaha, ich kann euch mein Leben in einem Wort schildern. Oh nein, bitte bringt mich nicht zurück in den Turm. Ich bin doch viel zu zart dafür. Ich bin viel mehr als nur ein Zwerg. Ich bin auch ein Schwachkopf. Hört nur, wie ich furzen kann. Oh bitte, großer böser Templer. Was habt ihr denn mit eurem Schwert vor? Spielt lieber nicht mit dem Feuer, wenn ihr Angst habt, euch zu verbrennen, Söhnchen. Oh. Oh, die zwei. Achso. Jeden soll. Ich bin bereit, euch zu helfen. Ja, hi. Keine Wachen? Vielleicht wollen sie keine Aufmerksamkeit auf dieses Lager lenken. Können wir tatsächlich so viel Glück haben? Nee, auch nicht. Gut, fangen wir an. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass der berüchtigte Anders den Köder schlucken würde. Ah, ja. Ich hätte wissen müssen, dass ihr es sein würdet.
Mit dem hier habt ihr eine schlechte Wahl getroffen, Kommandant. Anders wird sich niemals fügen. Weder uns noch euch. Er hat bisher einen ziemlich guten grauen Wächter abgegeben. Ja, bisher. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Mörder für niemanden mehr zum Problem wird. Was? Nein, ihr könnt mich nicht festnehmen. König Alistair hat meine Rekrutierung gestattet. In dieser Angelegenheit steht die Autorität der Kirche über der der Krone. Ihr könnt euch nicht hinter den grauen Wächtern verstecken. Nein. Bleibt bei uns. Das kommt kaum überraschend. Die grauen Wächter waren schon immer ein sicherer Hafen für Kriminelle und Malefika. Ich weiß zwar nicht, woher diese Loyalität kommt, aber sie wird euch nichts nützen, Anders. Ihr kommt mit uns. Ich spüre, wie sich etwas zusammenbraut. Ich bin jetzt mit. Ich frage mich, ob Namaya davon wusste. Aber vermutlich spielt das ohnehin keine Rolle. Habt Dank. Ihr habt zu mir gestanden und das weiß ich zu schätzen. Wir sind Freunde. Und Freunde helfen einander. Ja, ich nehme an, das tun sie. Wie auch immer. Lasst uns gehen, bevor noch jemand hier auftaucht und uns Ärger macht. Wie ihr wünscht. Ja, wir haben ja noch eine Dingsbums. Und dann hier. Wird erledigt. Wie ihr wünscht. Sie werden so gut. Gut. Wie war jetzt eigentlich hin? Gut, machen wir erstmal das mit den Gefährten. Cool, das können wir auch später machen.
Genau, schwarze Maschen. Es heißt, dieser Sumpf sei einst bewohnt gewesen, bis eines Tages alle verschwanden. Ich habe Angst. Halt dich fest. Diese Kreaturen sind klein, wie ich wütend. Das wird kein Problem sein. Verteidige dich! Wisst ihr, Nathaniel, ihr seid genau wie ich. Ach, tatsächlich. Alle hassen eure Familie, weil sie etwas Schreckliches getan hat. Und das, obwohl ihr selbst nichts damit zu tun hattet. Kommt bitte zur Sache, Anders. Es ist genau wie bei den Magiern. Wenn es mehr Haus gäbe, würden sie euch alle in einen Turm sperren, um den Rest der Welt vor euch zu beschützen. Ein beeindruckender Vergleich. Und noch schön Gespräche. Gut, fangen wir an. Wie ihr wünscht. Verstanden. Als ich noch klein war, hat mir mein Vater immer Geschichten über die Schwarzmarschen erzählt. Er sagte, alle hier seien durch dunkelste Magie getötet worden. Das war kurz vor der Rebellion. Niemand wusste, was damals wirklich geschehen ist. Welche Art von Magie hätte das können? Was hier geschehen ist, wurde niemals aufgeklärt. Und als diese Kreaturen aufgetaucht sind, wurden die Marschen aufgegeben. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in die Schwarzmarschen zu reisen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Die Träume eines kleinen Jungen. Genau das tut ihr doch gerade. Oder etwa nicht? Stimmt, das tue ich. Hätte mir jemand prophezeit, dass ich mal hier enden würde, hätte ich ihn ausgelacht. Aber so ändern sich die Zeiten. Als ich noch in Kirkwall war, dachte ich immer, ich würde das Kommando über die Garnison meines Vaters übernehmen, wenn ich nach Ferelden zurückkehre. Und jetzt seht mich an. Ich bin ein grauer Wächter, der sowohl gegen die dunkle Brut als auch gegen Dämonen kämpft. Das ist wirklich interessant. Ja, nicht wahr? Ich kann mir kaum vorstellen, dass es besonders viele gibt, die uns zustimmen würden. Wie dem auch sei. Die verfluchten Marschen erwarten uns. Mal kurz gucken.
Überzeugungskraft nach. Wer hat den Kabel? Was wollt ihr? Was ab? Naja, scheiße. So schnell es mir möglich ist. Meine Henne. Wie ihr wünscht. Könnte das Christophs Werk gewesen sein? Ich würde sagen, da haben wir unsere Antwort. Die dunkle Brut ist eindeutig hier. Es war nur ein erledigt.